Ja, ich spreche über Adobe Audition, Audiobearbeitung von Adobe. Das ist das Tool, was ich verwende, um meine Podcasts zu schneiden. Ich mache den Luftpost-Podcast. Der Luftpost-Podcast ist ein Interview-Podcast, meistens irgendwie über Skype oder sonstige Remote-Verbindungen aufgenommen. Wenn es klappt, versuche ich das Ganze mal als Double-Ender aufzunehmen. Der kommt ungefähr einmal im Monat raus und dadurch habe ich so ein bisschen den Vorteil, dass ich mehr Zeit in die Nachbearbeitung der einzelnen Audio-Files stecken kann. Also ich muss jetzt nicht irgendwie schauen, dass das nach der Aufnahme irgendwie, dass ich da nicht mehr zu viel Arbeit habe, nachdem eh relativ wenig dabei rauskommt. Kann ich mir auch in der Nachbearbeitung ein bisschen Zeit lassen. Dafür habe ich öfter das Problem, dass ich irgendwie mit Leuten spreche, die im Vietnam sitzen und da über eine 3G-Verbindung mit mir telefonieren oder sowas und ich teilweise dann irgendwie Latenz in meinen Gesprächen von irgendwie über eine Sekunde habe oder sowas. Genau, ich habe da eigentlich auch gar keine große Präsentation. Ich wollte es einfach nur mal so direkt in dem Programm zeigen. Das ist jetzt ziemlich schwach. Warte, ich mache noch die Auflösung ein bisschen kleiner, dann wird alles größer, oder? Passt schon, ich mache jetzt mal. So, jetzt ist zumindest alles größer. Also Audition unterscheidet grundsätzlich schon mal so zwischen dem Waveform und dem Multitrack-Modus. Also der Waveform ist, wo ich wirklich eine einzelne Waveform bearbeiten kann. Der Multitrack-Modus ist dann das, wo ich mehr Spuren machen kann. Eine grundsätzliche Unterscheidung dazwischen ist auch immer, dass der Multitrack-Modus ist non-destructive. Der Waveform-Modus schneide ich wirklich auf der Waveform, der ist destructive. Für eine normale Podcast-Aufnahme mache ich also eine normale Multitrack-Session. Hier die Standardeinstellungen. Wichtig ist halt immer, dass die Sample Rate ist, die wir auch die Devices haben, dass man da nicht irgendwie zwischen Sample Rates hin und her konvertiert. Dann habe ich hier erstmal meine leere Session mit den Audiospuren. Audition kann nur von einem Audio-Device aufnehmen. Das ist, glaube ich, in relativ vielen Softwaren so. Also man kann in den Settings sein Hardware-Interface angeben, sagen, ich will vom folgenden Interface aufnehmen, von meinem Built-in-Microphone oder was auch immer ich habe. Also ich kann ein Interface für den Input und eins für den Output angeben. Das ist natürlich schon mal so das erste Problem. Also ich habe normalerweise wirklich ein Mischpult dran, an dem ich dann meine Channels reinkriege. Ich habe jetzt letztens noch, ist ein Tool von Rogue Amoeba rausgekommen, wo ich mir so Aggregated Devices erstellen kann, das heißt Loopback. Das kann ich jetzt hier mal kurz zeigen, das ist auch relativ praktisch, da kann ich mir einfach ein Device anlegen, kann sagen, das Device besteht aus meinem Built-in-Microphone, dann hätte ich gerne noch ein iTunes dabei, jetzt einfach nur um irgendeine Audioquelle zu haben. Und ich kann mir das Ganze dann hier beliebig auf meine Channels mappen und kann dann sagen, ich weiß nicht genau, warum das interne Mikro MacBook Stereo ist, aber ich kann da mein Built-in-Mikrofon auf Channel 1 und 2 legen, die iTunes kann ich mir auf Channel 3 und 4 legen und so kann ich mir beliebig dieses Audio-Routing machen. Also dieses Loopback von Rogue Amoeba ist so ein bisschen das Soundflower in neu. Das ist da relativ praktisch und das erstellt mir eben dann hier ein Loopback-Audio-Device. Genau, dann kann ich einfach meine Channels belegen, kann jetzt sagen, auf der Spur will ich Audio ein oder machen wir mal Stereo, da mache ich 1 und 2 und auf der Spur mache ich Stereo 3 und 4. Dann hätte ich auf der Spur hier, das wäre dann mein iTunes und auf der Spur hätte ich mein Mikrofon. Genau, ansonsten gibt es dazu zu dem normalen Recording-Workflow relativ wenig zu sagen. Im Endeffekt klicke ich halt dann auf Record, nehme meine Audios auf und was dann noch ganz interessant ist, ich kann während der Aufnahme Marker setzen, was wahrscheinlich auch jede Software macht. Audition speichert die Marker in so einem XML-File, das man dann später noch verwenden kann. Ich mache jetzt hier mal keine Aufnahme, sondern haue einfach schon eine Aufnahme rein von einer Luftpost-Episode über Südafrika, die ich mal aufgenommen habe. Genau, das sind dann irgendwie meine beiden Spuren. Die habe ich tatsächlich vor Ort aufgenommen. Das kommt einfach aus einem Tascam-Recorder oder sowas.
Genau, da habe ich eben hier irgendwie die beiden Spuren, die sind schon exakt gleich lang. Ich kann hier aber natürlich anpassen. So, dann gibt es eigentlich nur zwei Werkzeuge, die ich so zur Nachbearbeitung kennen muss. Das ist das Razor-Tool, das unter R zu finden ist, die Rasierklinge. Mit dem kann ich entweder eine Spur in Stücke schneiden oder wenn ich nochmal R drücke, das Double Razor-Tool, mit dem ich dann quasi alle Spuren durchschneide. Und das zweite wichtige Tool ist das Move-Tool, was auf V ist, verschieben, keine Ahnung, warum es bei Adobe auf V ist. Damit kann ich dann meine geschnittenen Sachen verschieben. Genau, ja, also ausnahmsweise mal ist es innerhalb von Adobe konsistent, was man auch nicht für alle Produkte sagen kann von Adobe. Hab dann hier meine Stücke. So kann ich halt relativ einfach Pausen rausschneiden oder sowas, Stücke, die ich rausschneiden will. Was ich dann hier auch machen kann, ist halt Sachen, was immer relativ wichtig ist, finde ich, wenn man Stellen rausgeschnitten hat oder auch mal irgendwie, da hat auf einer Spur das Telefon geklingelt, dass ich dann irgendwie nur auf einer Spur was rausschneide und das so löschen kann. Was man machen kann, ist dann eben die Spuren so ein bisschen ineinander verschieben, dass die so ein Crossfade machen und dann dadurch hört man halt den Schnitt deutlich weniger. Andererseits, was zumindest meiner Erfahrung nach, was ich immer ein bisschen versuche zu vermeiden, ist, die Spuren haben immer irgendwie einen gewissen Rauschteppich und der ist auch gar nicht so schlecht, weil dann hat man zumindest je nach der Hörsituation das Gefühl, da läuft noch was. Wenn dieser Rauschteppich dann aufgrund vom Schnitt irgendwann plötzlich wegfällt und dann, ich habe normal einen Rauschteppich drin, der fällt weg, ich habe dann echte Stille und dann zieht jeder sein Handy aus der Tasche und schaut nach, so, warum hat der Podcast jetzt aufgehört? Deswegen ist dieser Rauschteppich gar nicht so schlecht und ich versuch den dann eigentlich auch drin zu behalten. So, das so zu den grundsätzlichen Editing-Funktionalitäten, die unterscheiden sich, glaube ich, auch nicht wirklich von allen anderen DAWs. Wo jetzt relativ viel gemacht werden kann, ist beim Nachbearbeiten. Ich habe da also oft habe ich halt irgendwie, ich mache Interviews mit Leuten, die haben halt kein anderes Mikrofon irgendwie in ihrem Urlaub dabei und dann sprechen sie doch in das interne MacBook-Mikrofon und dann habe ich halt einfach Noise drauf. Und ich habe jetzt hier mal mein neues Beispiel. Ich habe das künstlich angelegt. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode vom Luftpost-Podcast. Heute spreche ich mit dem Christoph über Acht. Genau, also ihr hört im Hintergrund ist einfach so ein Rauschen halt drin, was einfach, keine Ahnung, sei es der Gesprächspartner saß am Meer oder hat ein schlechtes Mikrofon. Man sieht es dann auch hier in dieser Spektralanalyse, auf dem Beamer jetzt nicht so gut, aber einigermaßen, sieht man das Rauschen hier auch schon, was relativ gleichmäßig über alle Frequenzen verteilt ist. Und was ich halt jetzt machen kann, ist diese automatische Rauschentfernung. Dazu wähle ich mir einen Bereich aus, der nur Rauschen enthält. Und meistens hat man in seinen Aufnahmen ja irgendwo so einen Bereich, wo einfach kurz vor der Aufnahme oder kurz nach der Aufnahme, wo einfach nichts gesagt wurde, wo ich das pure Rauschen habe. Und das kann ich jetzt einfach hier in der Noise Reduction Capture Noise Print, kann ich das hier quasi als Rauschen definieren. So, jetzt hat Adobe Audition quasi das hier als reine Noise definiert und wenn man genau hinhört, war es nicht reine Noise. Da sollte man relativ gut darauf achten, dass das wirklich nur Rauschen ist und nichts anderes mit drin ist. Wenn man das dann einmal gemacht hat, dann gibt es den zweiten Effekt dazu, den Noise Reduction. Und der nimmt dann einfach das Rauschen raus. Das klingt teilweise dann so ein bisschen wie in der Badewanne gesprochen. Aber es funktioniert hier schon mal extrem gut. Wenn ich jetzt, machen wir vorne, wo die Sprache ist, da hört man. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode vom Luftpost-Podcast. Heute spreche ich mit dem Christoph über Afrika. Hallo. Ja, mir geht's gut. Wir sprechen über diverse Länder Genau, in also Afrika, die du in besucht dem hast. Beispiel funktioniert das jetzt relativ gut. Man kann hier noch so ein bisschen einstellen, wie weit man das Rauschen reduzieren will. Man sollte es irgendwie wahrscheinlich nicht komplett raushauen, weil dann klingt es echt ganz merkwürdig. Aber Christoph über Afrika. Hallo. ja, man hört es auf diesen Boxen hier, glaube ich, nicht. Aber genau so ein bisschen Rauschen damit rauszumachen, hat bei mir immer relativ gut funktioniert.
über dieses Capture Noise Print und dann eben das einfach auf die gesamte Spur angewendet. Das mache ich aber pro Spur, weil jede Spur hat halt ein anderes Rauschen, abhängig vom Mikrofon. Genau. Dann eine zweite Sache, die ich manchmal drin habe, ist, dass ich irgendwoher so ein Fiepen drin habe. Keine Ahnung, wo das manchmal herkommt, kaputte Interfaces oder sowas. Und dann habe ich irgendwie eine Spur. Hallo, das ist eine Testaufnahme. Auf der es irgendwie fies fiept. Und man sieht es dann hier unten auch schon auf dieser Spektralanzeige. Also auf der X-Achse habe ich die Zeit, auf der Y-Achse habe ich die Frequenzen. Und jetzt sieht man, dass hier irgendwo so um die 4.500 Hertz ist irgendwo so ein fieses Pfeifen drin. Gerade auf 4.000 Hertz. Und was aber relativ cool ist, ich kann wirklich einfach diesen Bereich hier markieren und sagen, den will ich nicht. Ich habe ihn jetzt markiert und einfach rausgelöscht. Damit, ich meine, das ist jetzt einfach die Funktion, die ich auch mit dem Equalizer hinkriegen würde. Ich muss mir aber die Frequenz halt nicht raussuchen. Oder ich kann das Ganze ein bisschen dezenter machen und hier halt die einfach ein bisschen leiser machen. So, oh, das ist eine Testaufnahme. Jetzt hört man es noch leicht. Ich meine, das ist jetzt auch ein gestelltes Beispiel, wo ich einfach dieses Fiepen eingefügt habe, aber das hat mir auch schon öfter geholfen, dass ich irgendwo, warum auch immer, so ein Fiepen drin hatte, was ich dann über diese Spektralanzeige hier relativ leicht sehen konnte und dann entfernen konnte. Das ist so der ein weiterer Schritt, je nachdem, wie schlecht halt die Audioaufnahme ist. Genau, dann kommen wir so ein bisschen zu den Effekten, die ich in Audition anwenden kann. Ich habe hier so ein Effekt-Rack. Dieses Effekt-Rack habe ich halt pro Spur und nochmal auch für meine Master-Spur. Also die werden einfach live während dem Abspielen drauf gerendert und wenn ich das Ganze exportiere, werden sie dann ins Audio reingerendert. Und die Effekte werden einfach, ich habe hier irgendwie 16 Plätze, wo ich meine Effekte drauflegen kann. Die werden dann sequenziell, also das Audio läuft durch den ersten, durch den zweiten Effekt, so die ganze Chain runter und bis dann am Ende das Output-Audio rauskommt. Da kann ich so ganz einfach Effekte, wenn ich jetzt mal, ich nehme mal meine Mikro, ich glaube das ist... Hallo und herzlich meine Mikrospur. Willkommen zur neuesten Episode. Kann ich hier eben so ganz einfache Effekte wie irgendwie Kompression... Kann dann hier meine Kompressorkurven eingeben. Es gibt auch so ein paar halbwegs sinnvolle Settings. Der Compander funktioniert manchmal ganz gut. Hab hier so normale Kompressorfunktionalitäten, die ich eben auf mein Audio anwenden kann, um so auch hier unten das Rauschen zu entfernen und dafür vielleicht das Audio da ein bisschen mehr anzuheben. Was aber auch ganz interessant ist, was jetzt bei einem Podcast vielleicht gar nicht so wichtig ist, nachdem die Zeit mit Soundbetten ja so ein bisschen vorbei ist, aber ich mache auch so ein bisschen Videoproduktion mit Audition. Und da habe ich halt oft den Fall, ich habe irgendwie eine Hintergrundmusik und möchte so ein Voice-Over über die Hintergrundmusik sprechen. Das heißt, ich möchte so ein dynamisches Ducking quasi machen. Also immer wenn quasi auf... Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode vom Luftpost-Solo. Heute spreche ich mit dem Christo und herzlich willkommen zur neuesten Episode vom Luftpost-Podcast. Genau, also immer wenn quasi auf meiner Mikrofonspur gesprochen wird, dann soll die iTunes-Spur hier soll dann runtergefadet werden. Das kann ich natürlich manuell machen. Macht man für Videos auch oft. Ich kann aber genauso auf dieser Spur, da habe ich eh schon meinen Kompressor drin. Den kann ich mir einfach so ein bisschen einstellen, dass der das Ganze leiser macht. Ich mache das jetzt einfach mal ganz grob irgendwie so. Hier wollen wir es von mir aus gleich lassen und einfach oben hin ein bisschen leiser machen. Und kann dann eben das, was ich hier auf dieser Spur als Voice habe, kann ich als Input für mein Dynamics Processing reingeben. Das heißt, ich sende das Ganze hier auf die Sidechain und sende das dann eben an meine iTunes-Spur. Sondern was jetzt passiert ist, der nimmt quasi was er auf dieser Mikrofonspur hat, nimmt er als Eingabewert für den Kompressor auf der anderen Spur. Vom Luftpost-Podcast. Das funktioniert noch nicht so richtig gut, da muss man noch so ein bisschen Parameter tunen. Aber ihr merkt schon, es wird deutlich leiser, wenn oben gesprochen wird und so kann man da... Episode vom Luftpost-Podcast. Heute spreche ich mit dem Christoph über Afrika. Hallo. Ja, mir geht's gut. Wir sprechen über diverse Länder in Afrika, die du besucht hast, ja? Genau, also man...
man sieht dann, dass quasi, wenn kein Audio reinkommt, ich kann dann natürlich noch in meinem Effekt, kann ich die Level anpassen, ab wann das Ganze reagieren soll. Und auch hier die Release-Time zum Beispiel, wie lange das quasi anhalten soll, also wie lang quasi nachdem auf meiner Spur, auf meiner Mikrofonspur kein Audio mehr kam, wie lange das dann dauert, bis er mir die Audiospur wieder nach oben zieht. Und so kann ich zum Beispiel relativ einfach ein Voice-Over machen für Videos. So. Dann lass mich mal kurz in meine Liste schauen. Wir hatten das. Automatisches Ducking. Genau, wir hatten in dem vorherigen Beitrag auch schon so ein paar nette Features, die relativ interessant sind. Zum Beispiel Pausen entfernen. Das kann Adobe Audition auch. Ich habe halt immer bei so einem Multitrack-Recording das Problem, dass das Pausen entfernen natürlich nicht pro Spur funktioniert, sondern ich muss das auf dem Mixdown machen. Weil erst da habe ich wirklich die Pausen. Das heißt, das kann ich eigentlich erst auf einer gerenderten Version machen. Ich mache jetzt nochmal hier kurz mein Podcast. Die neueste Episode vom Luftpost-Podcast, heute Afrika. Hallo. Hallo, Daniel. Genau, das sind so meine beiden Spuren. Die Export-Funktion, da habe ich hier den Multitrack-Mixdown und kann die gesamte Session exportieren. Formate, je nachdem, was man damit nachher halt noch vorhat, bietet sich zum Beispiel FLAC an, was in der Audition komplett integriert ist, dass ich das Ganze dann noch zu Auphonic schieben kann. Und was ich hier unten bei den Mixdown-Optionen auch noch machen kann, was relativ interessant ist, wenn man das Ganze danach noch zu Auphonic schiebt, und ich schieb's immer noch durch Auphonic allein, weil Auphonic mir die Metadaten sinnvoll reinhaut und die Coverbilder, was ich in Audition nicht hinkrieg. Dann ist halt die Frage, ob man seinen Mixdown komplett in Audition fertig macht und dann einfach nur die Masterspur exportiert. Ich könnte aber auch die Spuren einzeln exportieren. Das heißt, ich kann jetzt sagen, ich möchte meinen Master als Stereo und zusätzlich meine beiden Spuren nochmal einzeln exportiert haben. Und dann erstellt mir der Export einfach drei Files. Einmal den Mono-Mixdown im Master und einmal hier meine Spuren einzeln, wenn ich danach wirklich noch das Audio Processing von Auphonic darauf anwenden will. Im Normalfall mache ich da aber wirklich nur das Mono Master File. Da kann ich dann noch einmal kurz eine Pausenerkennung drüber laufen lassen. So eine Pausenerkennung, die gibt es hier unter Diagnostics, Delete Silence. Da kann ich einfach mal scannen lassen mit den Default Settings, dann geht er mir das Audio-File durch, schaut, wo wurden Pausen erkannt. Ich kann unter den Settings dann, genau, jetzt habe ich hier eine Liste an Pausen und kann dann Delete All sagen, was jetzt hier relativ schwachsinnig ist, aber ich kann zum Beispiel einfach sagen, mein Signal ist normalerweise so und so viel Dezibel, eine Pause muss länger als irgendwie eine halbe Sekunde sein und mein Rauschen ist auf folgendem Level. Also hier ist Silence und hier ist Audio. Und so kann ich das dann scannen lassen und wirklich lange Pausen zum Beispiel entfernen. Also wie gesagt, ich hatte mal irgendwie ein Gespräch, wo ich eine Sekunde Latenz hatte zu einem Telefonat in Vietnam, und dann will man die Pausen schon entfernen, weil sonst kann sich das niemand mehr anhören. Und das habe ich dann über diese Funktion hier gemacht, die dafür relativ gut funktioniert hat. So, was hatten wir noch? Wo ich noch nicht so wirklich weiter bin, beziehungsweise ich habe den Anwendungsfall einfach nicht. Audition erstellt zu jedem Projekt, das ich bearbeite, so ein XMP-File. Das sind die Metadaten zu dem jeweiligen File. Ich kann die einfach mal kurz aufmachen. Da wären zum Beispiel die Marker drin enthalten und ich könnte die dann automatisiert, also es ist ein XML-File, wo ich dann einfach, ich habe jetzt hier, glaube ich, keine Marker drin, aber man hat hier Framerate und so weiter, und hier hätte ich dann einfach auch, doch, hier sind meine Marker. Ich hätte einfach eine Liste an Markern, die ich dann automatisiert in Kapitelmarken umwandeln kann. Wenn ich das möchte, dann müsste man, es gibt Programme, es gibt iPhone-Apps, die auch solche XMP-Dateien erstellen können, was vielleicht interessant ist. Das heißt, ich habe eine iPhone-App, auf der drücke ich einfach immer, wenn ich einen Marker setzen will, unabhängig von meiner Aufnahme, wenn das mein Setup erfordert. Und diese iPhone-App erstellt mir dann dieses XML-File, in dem meine Marker stehen. Ich kann dieses XML-File einfach zu meinem Projekt dazuschmeißen und habe dann die Marker, die ich mit dem iPhone gesetzt habe, in meinem Audition-Projekt. Da muss man halt schauen, dass man das Recording
und die iPhone-App zum gleichen Zeitpunkt quasi startet, damit die Marker synchron sind, wobei es bei einer Kapitelmarke auch wahrscheinlich eine halbe Sekunde hin oder her einigermaßen egal ist. Genau, das sind so die Kernfeatures. Habe ich noch irgendwas Wichtiges vergessen? Ein kleines Gimmick, was ich noch zeigen kann, nachdem ich jetzt relativ schnell durch bin, was ganz lustig ist, man kann auch, Audition hat hier relativ viele Features, zum Beispiel eins, wo ich auch Sprache generieren kann, wo auch relativ gute, das ist jetzt glaube ich der Standard Apple, die Standard Apple Voice, aber wo ich Sprachsynthese Most people recognize. Genau, kann eben Sprachsynthese machen. Audition kann das auch im anderen Weg, das kann auch Sprachanalyse machen. Automatische Transkription kann ich damit erstellen. Das funktioniert auf Englisch, wenn ich eine gute Aufnahme habe, so halbwegs. Nicht, dass ich es verwenden will, aber wenn ich damit zum Beispiel meine Seite irgendwie anreichern will, um irgendwie ein bisschen Suchmaschinen-Content zu haben, könnte man das dafür verwenden und dann quasi Natural Language Processing darauf machen oder eben hier Sprache generieren. Genau, das sind so die Kernfeatures. Wie gesagt, ich mache eigentlich meine gesamte Audiobearbeitung in Audition fertig, weil ich habe festgestellt, dass ich, wenn man da so ein bisschen Zeit reinsteckt, und das ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie 2 Stunden lang an einer Episode rumdoktor, aber halt irgendwie eine halbe Stunde versuche, irgendwie manuell das Rauschen rauszumachen, ein bisschen Pausen rausschneide und so weiter, ist das Endergebnis doch besser als das, was Auphonic automatisch erkennt. Trotzdem ist Auphonic natürlich noch wichtig, wenn es darum geht, Lautstärkeanpassungen, Encoding und sowas zu machen. Lautstärkeanpassungen sind hier auch drin, die kann man machen. Ich kann hier meine Files einfach alle reinschmeißen, kann die dann analysieren lassen. Habe hier auch die ganzen EBU-Settings für meine Loudness-Standards. Dann analysiert er jetzt die Audio-Files und macht da eine Lautstärkenanpassung. Das funktioniert relativ ähnlich zu dem, was dann Auphonic auch macht. Sind auch die gleichen Standards, die Auphonic und Audition hier verwenden, weil es eben diese Standards sind. Und das kann man machen. Da sehe ich ehrlich gesagt nicht so wirklich den Sinn. Wenn Auphonic das für mich exakt so macht, dann muss ich es nicht im Vorfeld in Audition machen. Genau, dann eben der Export einfach als FLAC-Datei, normalerweise schon der Multitrack-Mixdown, wo ich dann einmal noch irgendwie das Pausen-Entfernen drauf machen kann. Und dann habe ich mein fertiges Audio-File. Ja, das ist so mein Workflow mit Audition. Gibt es dazu Fragen? Ich hätte direkt eine Frage zu, relativ am Anfang hat es so gezeigt, wie du einen Bereich schnell rausschneiden kannst, auch über verschiedene Stimmen, über verschiedene Spuren hinweg, wenn also was ich irgendwie Klopause oder was auch immer man da hätte. Hat Audition auch einen richtigen Ripple-Edit-Modus? Weil du hast dann, um das wieder zusammenzuschieben, um die Lücke zu schließen, hast du, glaube ich, rechts alle Spuren markiert und dann gemeinsam rübergezogen. Kannst du auch so einen Modus aktivieren, dass egal, was rechts passiert, sobald du eine davon anrufst? Dass es nachrutscht, meinst du? Genau. Nicht, dass ich wüsste. Also mein Normalfall sind eben wirklich irgendwie 2, maximal 3 Spuren. Ich würde dann sowas rausschneiden und das dann so nachziehen. Dass diese Lücken automatisch im Multitrack-Edit gefüllt, also ich meine, das ist hier so natürlich magnetisch, aber dass das automatisch nachrutscht, habe ich nicht gesehen, glaube ich nicht, dass es gibt. Weil das Schlimmste, was einem ja immer passieren kann bei Multitrack, ist, wenn die aus der Sync laufen. Ne? Ja. Wenn man also irgendwo mal was übersieht und die eine erwischt man und die andere da hinten aber nicht, weil man da schon mal was geschnitten hatte. Okay. Genau, also die andere Alternative, die man dazu machen kann, ist, man kann dann halt wieder Clips gruppieren und dann sind die eine Gruppe. Dann kann ich auch auf meiner Gruppe wieder schneiden und dann sind die zumindest dann sichergestellt, dass die immer synchron sind. Genau, also wie in Photoshop oder sonst wo ich einfach unterschiedliche Layer gruppieren kann, kann ich ja Audio-Files gruppieren. Das zweite noch eine Ergänzung, weil den Effekt hast du jetzt, glaube ich, nicht gezeigt. Ich hatte mal einen Fall, wo so ein ultra nerviges USB-Klicksen quer durch den Sound drin war. Das hat der ein oder die andere vielleicht schon mal gehört, wo man so immer so ein im Sekundentakt oder 2-Sekundentakt oder wie auch immer, weil halt auf einem USB-Stack mal wieder irgendwas daneben ging. Da habe ich auch 4 oder 5 verschiedene Washing-Programme ausprobiert und das Einzige, was da wirklich komplett tiefenentspannt geglänzt hat, war wirklich Audition.
Ich weiß es gar genau, nicht mehr. Genau, was du gerade wusstest. Aber, D-Clicker oder so ähnlich. Genau, es heißt D-Clicker. Ich finde es gerade auf die Schnelle nicht. Es ist irgendwo hier in diesen Effekten drin. Und es ist, also... Nee, da war es schon. Geh nochmal einen runter. Automatic Click Remover ist es, glaube ich. Genau. Das so, ist auch was, genau dieses USB-Klicken, was man irgendwie unter macOS sich gerne mal irgendwie einfängt. Das funktioniert in Audition wirklich relativ zuverlässig und hat mir auch schon irgendwie ein, zwei Aufnahmen gerettet, um da eben dieses Klicken rauszumachen. Ja, also ich habe wirklich schon vieles ausprobiert und wenn es darum geht, irgendwie Katastrophen zu retten, da ist Audition echt eine Bank wie, glaube ich, keine andere Software auf dem Markt. Das würde ich schon so sagen. Weitere Fragen? Auch keine direkte Frage, sondern auch eine Ergänzung. Ich bin jetzt zu spät reingekommen, deswegen weiß ich nicht, ob du es vielleicht erwähnt hast. Also auch wie Ralf ist bei mir Audition die Wahl, wenn es darum geht, irgendwas zu restaurieren. Ich mache jetzt Field Recordings, also auch Naturaufnahmen ohne Stimmen drin teilweise. Aber auch bei Schöne Ecken haben wir manchmal das Problem, dass halt irgendwo was drin ist, was man nicht drin haben will. Hast du diesen Modus bei dem Spektrometer gezeigt, wo man wirklich malen kann und Dinge rausschneiden kann? Hast du damit Erfahrung? Ich habe es so gezeigt. Ich habe nicht wirklich drin gemalt. Ich habe quasi eine Frequenz quasi, wenn du ein Fiepen entfernen willst, da könnte man noch viel komplexer mit einem Lasso-Werkzeug sich wirklich einzelne Bereiche anfangen. Und man kann also wirklich mit einem Pinsel drin malen. Das genau, also wenn ihr hier oben schaut, das sieht aus wie Photoshop und ich kann mir jetzt diesen Frequenzzeitbereich markieren und den rauslöschen und dann fehlt der in meinem Audio. Das ist wahrscheinlich relativ wenig sinnvoll. Man kann hier aber mit dem Pinsel eben dann auch mit so Pinseldynamik, also normalerweise willst du es ja nicht hart rausschneiden, so wie ich es jetzt hier gemacht habe, dass ich wirklich so ein Rechteck rauslösche, aber so einzelne Störfrequenzen kann man wirklich rauspinseln dann. Ich habe es noch nicht mit dem Graphic-Tablet probiert, aber... Nee, gut, das nicht, aber man kann vor allem nicht nur löschen, sondern man kann es halt auch kopieren und das mit dem Pinsel halt auch wirklich weich. Das heißt, ich kann 50% von einer anderen Stelle auf eine andere drüber bügeln und kann damit halt auch irgendwas ausgleichen, wenn ich dann doch den Vogel noch drin haben will und so. Das ist schon ein schickes Tool. Noch jemand? Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank für diese Welt, die wir wirklich noch auf keiner unserer Konferenzen hatten bisher. Vielen Dank, viel Spaß noch und wir haben jetzt, ich glaube, Viertelstunde, halbe Stunde Zeit bis zum nächsten Talk. Schaut einfach auf den Timetable.